Liebes Nano-Team, ich habe kürzlich euren Bericht über Fake News gesehen und ich muss sagen, dass ich maßlos enttäuscht bin. Prinzipiell halte ich es für eine exzellente Idee, das Thema Fake News mal wissenschaftlich aufzuarbeiten, aber so wie ihr es gemacht habt, geht leider gar nicht. Klar, dass man bei diesem Thema natürlich auch den weltbekannten Fall Lisa erwähnen muss. Januar 2016. In vielen deutschen Städten gehen Russlanddeutsche auf die Straße, protestieren gegen Gewalt durch Migranten. Der Grund? Ein Mädchen aus Berlin-Marzahn ist verschwunden, taucht erst 30 Stunden später wieder auf. Schnell entsteht ein Gerücht. Die 13-jährige Russlanddeutsche sei von Migranten entführt und vergewaltigt worden. Die deutschen Behörden blieben tatenlos. Irgendwie wäre es ja jetzt an der Zeit, mal die ganze Geschichte Lisa zu erzählen. Ich darf jetzt mal hier so ein paar kleine weitere Begebenheiten erzählen und zitiere dazu aus Wikipedia. Wiederum wurden Ermittlungsverfahren gegen zwei Männer von 20 und 23 Jahren eingeleitet, die bereits früher zwar einvernehmliche, aber strafbare sexuelle Kontakte zu den Mädchen unterhielten. Gegen einen der Tatverdächtigen wurde im Februar 2017 wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Herstellung kinderpornografischer Schriften Anklage erhoben. Dieser wusste von der Minderjährigkeit des Mädchens und hatte Handyvideos des Aktes verbreitet. Im Juni 2017 kam es zur Verurteilung mit einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten. Das heißt ja wohl, es fand tatsächlich ein sexueller Übergriff auf das Mädchen statt. Der Zeitpunkt war allerdings etwas früher. Aber das braucht sie ja nicht zu interessieren. Sie kümmert nur die Ausbreitung des Gerüchtes, eines Gerüchtes, das allerdings offensichtlich einen sehr hohen Wahrheitsgehalt hat. Dieses Gerücht verbreitet sich in den sozialen Medien innerhalb kürzester Zeit wie ein Lauffeuer. Hier eine Visualisierung der Verbreitung über Twitter. Das Mädchen wurde wirklich vergewaltigt von drei Männern. Die haben kaum Deutsch gesprochen. Sie haben sie über 30 Stunden lang festgehalten und jeder Einzelne hat sie mehrmals vergewaltigt. Okay. Das ist jetzt wirklich Fake News, denn bekanntlich waren es ja nicht drei Männer, sondern es waren lediglich zwei Männer. Und ja, verurteilt worden sind die natürlich auch nicht wegen Vergewaltigung, sondern nur wegen Missbrauch. Ich weiß ja jetzt halt nicht, wie das so bei Ihnen ist, ob jemand von Ihnen vielleicht eine Tochter mit 13 Jahren hat. Ich wäre sehr überrascht gewesen, wenn meine Tochter mit 13 Jahren freiwillig Sex mit zwei Männern, zwei älteren Männern gehabt hätte und sich dabei auch noch hätte filmen lassen. Also ich hätte da schon so meine gehörigen Zweifel, ob das alles wirklich freiwillig gewesen ist. Natürlich muss man jetzt mal akzeptieren, dass der Richter das so entschieden hat und ich selber war ja, wie gesagt, nicht dabei, aber dass die Leute deshalb nicht verurteilt worden sind, heißt auch noch nicht lange nicht, dass es keine Vergewaltigung gegeben hat. Wir sind ein Rechtsstaat, das heißt, man müsste so ein Delikt wirklich nachweisen und das ist halt eben naturgemäß schwierig. Eine Woche nach dem Verschwinden des Mädchens versucht die Polizei, den wütenden Mob im Netz zu beruhigen und postet: Nach den Ermittlungen unseres LKA gab es weder eine Entführung noch eine Vergewaltigung. Doch damit löst sie nur eine Flut von Hasskommentaren aus. Aha, der Polizeibericht wird also nicht häufig genug gelesen. Naja, vielleicht hätten die Polizisten auch die ganze Wahrheit schreiben können. Und dazu gehört halt eben nicht nur, dass keine Vergewaltigung stattgefunden hat, sondern halt eben, dass ein sexueller Missbrauch inklusive Pornodreh stattgefunden hat. Und dann bitte diese kurz eingeblendete Hassmail genau lesen. Aha, und jetzt heißt es auf einmal, doch,
Es wird gegen Vergewaltigung gegen zwei Personen ermittelt. Entschuldigung, aber das ist doch Verarsche hier. Und das riecht nach Vertuschung. Der Verfasser schreibt hier schlicht die Wahrheit. Es wurde ja tatsächlich gegen zwei Personen ermittelt und das auch noch erfolgreich. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt der netteste Ton, aber Hassmail, Hassmail, das ist doch bitteschön etwas ganz, etwas anderes. So schreiben die russischen Zeitungen, Lisa, du gehörst zu uns, wir lassen dich nicht im Stich. Die russischen Zeitungen schreiben, Lisa, wir lassen dich nicht allein. Lisa, du gehörst zu uns. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber was daran ist eine Fake News? Und dann mischt sich sogar der russische Außenminister Sergei Lavrov ein. Er hoffe sehr, dass die Migrationsprobleme nicht dazu führen, dass die Realität beschönigt werde aus politischer Korrektheit und aufgrund innenpolitischer Zwänge. Das wäre nicht richtig. Ja, richtig so. Genauso sollte sich ein Staat verhalten. Da sollten sich die Deutschen mal ein Beispiel dafür nehmen. Wenn ein Bürger in Schwierigkeiten gerät, dann setzt sich der Staat für diese Bürger ein. In Deutschland, wenn jetzt irgendwo ein Deutscher im Ausland in Schwierigkeiten bekommt, ihn dort die Justiz ungerecht behandelt, dann denke ich auch, dass Deutsche sich für ihn einsetzen sollten. Ich weiß, bei uns setzt man dann zwischen Sektempfang und Kaviaressen eher auf die leise Diplomatie. Aber ich denke, die Russen machen das eigentlich eher richtig. Also, ich habe da irgendwie das Bauchgefühl, wenn sich jetzt da die Russen nicht so eingesetzt hätten und die ganzen anderen Leute, die auf die Straße gegangen sind, diese bösartigen Fake News Menschen, dann wäre den beiden Typen, die da das 13-jährige Mädchen sexuell missbraucht, aber nicht vergewaltigt haben, nichts weiteres passiert und die würden heute noch frei in der Gegend rumlaufen dürfen. Das heißt, das dürfen sie ja auch ohnehin so noch, weil das hat ja nur zu Bewährungsstrafen gereicht. Das mit der Vergewaltigung hatte sie sich nur ausgedacht. Also, das Beste zum Schluss. Ein Mädchen, 13 Jahre alt, wird sexuell missbraucht. Der Missbrauch wird auf Video festgehalten, wird verbreitet und ihr liebes Nanoteam, euer Problem ist, dass das Mädchen sich dann die dazugehörige Vergewaltigung nur ausgedacht hat? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder?